15 Germany's Next Topmodel-Siegerinnen und eine ist mit Abstand die beliebteste. Zurzeit kämpfen 11 Kandidatinnen in der 16. Staffel um ihren Platz in der Top 10. Im vergangenen Jahr freut sich Jackie Wruck am Ende eines spannenden Finales. Noch ist unklar, wer in ihre Fußstapfen tritt. Da bleibt etwas Zeit, die bisherigen Staffeln Revue passieren zu lassen. Welche GNTM-Siegerin ist auf der Beliebtheitsskala eigentlich am weitesten oben? Die Promi-Flash-Leser stimmen ab. Auf den letzten drei Plätzen landen Jennifer Hof, Lovelyn Annebecky und Vanessa Fuchs. Jennifer gehört zu der frühen Phase der Show. Im Jahr 2008 gewinnt die damals 17-Jährige mit der blonden Kurzhaarfrisur die dritte Staffel. 2013 ist die damals gerade einmal 16-Jährige Lovelyn siegreich. Vanessa gewinnt 2 Jahre später die 10. Staffel der Castingshow. Auf den Plätzen 12 und 11 verpassen Kim Nitzdo und Jana Bella nur knapp die Top 10. Kim gewinnt vor 5 Jahren die 11. Ausgabe und tritt im Finale als bisher einzige Kandidatin gegen 4 Mitstreiterinnen an. Jana setzt sich bereits 2011 in Staffel 6 die Topmodel-Krone auf. Auf dem Weg zum Titel lässt sie unter anderem Rebecca Mir hinter sich. Den Sprung in die Runde der 10 Promi-Flash-Favoritinnen schafft dagegen Toni Dreher-Adenuga. Die Stuttgarterin gewinnt vor 3 Jahren die 13. Staffel und kann sich über prominente Fans freuen. Denn Tamara Hitz, die im vergangenen Jahr an der Show teilnimmt, verrät im Promi-Flash-Interview: Toni Dreher ist meine Lieblingssiegerin und ich finde sie von der Art her, vom Look her, von ihrem Walk her, von ihrem Verhalten, everything, wie sie Leute sieht, wie sie Sachen wahrnimmt, wie sie sich was auch immer formuliert. Ich liebe diese Frau. Und auch Tonis ehemalige Mitstreiterin Claudia Gietz sieht die 21-Jährige in ihrer persönlichen Liste ganz vorne. Also meine Lieblingsgewinnerin ist definitiv Toni, weil sie einfach ein Supermodel ist, sehr sympathisch ist und ich sie ganz so lieb habe und sie natürlich auch in meiner Staffel war. Im Leser-Ranking landen vor Toni aber Simi Kowalski, Celine Bethmann und Alisa Ailabuni auf den Plätzen 9, 8 und 7. Simi gewinnt mit 21 Jahren als damals älteste Siegerin die 14. Staffel. Celine ist 2017 die erste Kandidatin, die sich in den neu eingeführten Shootouts als Siegerin durchsetzt. Mit Alisa gewinnt 2010 zum bisher einzigen Mal eine Österreicherin die deutsche Version der Show. Kurz vor dem Podium landen Jackie Wruck, Barbara Mayer und Sarah Nuru. Mit Jackie erreicht das amtierende Topmodel also Platz 6 in der Promi-Flash-Umfrage. Auf Platz 5 landet mit Barbara dagegen die Siegerin der 2. Staffel aus dem Jahr 2007. Sarah Nuru, die 2009 die 4. Staffel gewinnt, verpasst auf Rang 4 ganz knapp eine Medaille. Platz 3 – Luisa Hartema. Die Schülerin aus Ostfriesland gewinnt im Jahr 2012 die 7. Staffel. Luisa ist bis heute als Model erfolgreich und lebt in New York und München. Platz 2 – Stefanie Giesinger. Im Alter von 17 Jahren gewinnt die Rheinland-Pfälzerin im Jahr 2014 die 9. Staffel. Auch sie schafft es, sich in der Branche zu etablieren und steht bei einer New Yorker Agentur unter Vertrag. Und unangefochten auf Platz 1 – Lena Gerke. Niemand scheint so sehr für Germany's Next Topmodel zu stehen wie die Gewinnerin der allerersten Staffel. Gut verstehen kann das Selina Hohmann, die in einem Promi-Flash-Interview in den höchsten Tönen schwärmt. Meine absolute Lieblingssiegerin ist, glaube ich, wirklich die erste, Lena Gerke. Also erstens optisch und zweitens auch, sie ist super professionell. Ich finde es echt beeindruckend, was sie damit gemacht hat, wie erfolgreich sie jetzt auch ist. Und ja, ich verfolge es seit der ersten Staffel und ich glaube, sie wird auch immer mein Favorit bleiben. Und in wenigen Wochen wissen die Fans dann auch schon, wer Lenas 15. Nachfolgerin ist.